Auf die heutige Sendung freue ich mich ganz besonders. Ich übertreibe wohl nicht, wenn ich sage, unser heutiger Gast ist eine wahre Legende des internationalen Journalismus. Seit 65 Jahren beobachtet er hautnah das internationale Geschehen. Geboren wurde er 1924 in Bochum. Er besuchte dann ein Schweizer Gymnasium in Freiburg und machte 1943 sein Abitur in Kassel. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft, er galt damals unter dem Rassegesetz als Mischling ersten Grades, führte dies zu Schwierigkeiten mit der damals nationalsozialistischen Regierung. Kurze Zeit nach dem Abitur versuchte er bei Metz ins französisch kontrollierte Gebiet zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte. Daraufhin entschloss er sich, der Partisanenarmee Titos anzuschließen. Er wurde allerdings schon in der Steiermark verhaftet und war 1945 in Gestapohaft. Nach seiner Genesung meldete sich Scholl-Latour 1945 zu den französischen Fallschirmjägern, wo er auch direkt im Indochina-Krieg eingesetzt war. Anschließend studierte er in Mainz an der Pariser Sorbonne Politikwissenschaften und Arabistik. Dieses Studium endete an der Sorbonne 1944 mit seiner Promotion. Bereits während seines Studiums arbeitete er unter anderem für die Saarbrücker Zeitung als Reisejournalist. Er verfasste Berichte über Amerika, Afrika, den Vorderen Orient, Südost- und Ostasien. Anschließend war er 1954 Sprecher der Regierung des Saarlandes. 1956 entschied er sich endgültig für den Journalismus. Von 1960 bis 1963 war er ständiger Afrika-Korrespondent der ARD. 1963 gründete er das ARD-Studio in Paris, das er bis 1969 leitete. Nach Wechsel zum ZDF als Chefkorrespondent 1971 leitete er von 75 bis 83 das Pariser ZDF-Studio. Von Paris aus unternahm er zahlreiche Reisen in die ganze Welt, unter anderem auch nach Vietnam, wo er 1973 eine Woche lang in der Gefangenschaft des Vietcongs verbracht hat. Es entstand ein außergewöhnlicher Film über den Vietcong, eine Seite, die man so bislang noch nicht gesehen hat. Ab 1978 stand Scholl-Latour im Kontakt mit Ayatollah Khomeini, der sich damals in Paris im Exil befand. Scholl-Latour gehörte zu den privilegierten Journalisten, die den Revolutionsführer bei seiner Rückkehr in den Iran begleiteten und in den Monaten der Revolution mehrfach interviewen durften. Auch mit seinen Dokumentarfilmen erlangte er große Bekanntheit. Es gibt wohl kaum einen Journalisten, der öfter auf dem Fernsehschirm aufgetaucht ist als Peter Scholl-Latour. Er bereiste jedes Land dieser Welt und ist auch heute noch im stolzen Alter von 89 Jahren der wohl mit Abstand renommierteste Journalist Europas. Ich bin sehr stolz, bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen Dr. Peter Scholl-Latour. Herr Scholl-Latour, in den letzten Wochen ist Nordkorea wieder erneut in den Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. Die allgemeine Angst ist groß und die Zeitungen sparen nicht an Superlativen. Ich würde meinen, diese Beurteilung ist weit übertrieben. Wie stehen Sie zu der Sache? Wie beurteilen Sie die Lage in Nordkorea? Zunächst einmal unsere totale Unkenntnis über die Zustände, die wirklichen Zustände in Nordkorea. Wir gehen von Vermutungen aus und die amerikanischen Annahmen sind sehr widersprüchlich. Es gibt den Geheimdienst des Pentagon, der behauptet, dass die Nordkoreaner bereits eine Miniaturisierung, also eine Verkleinerung der Atombombe vorgenommen hätten, damit in der Lage wären, auch wirklich mit ihren Tapedong-Raketen, die ja bis 4 bzw. 6.000 Kilometer reichen, auch wirklich also amerikanisches Territorium, das heißt damit vor allem die Insel Guam im Westpazifik, die zu einer Festung ausgebaut ist, zu erreichen. Aber in Wirklichkeit glaubt natürlich niemand auf das CIA im Ernst, dass der jetzige relativ junge Staatschef Kim Jong-un eine solche Wahnsinnstat vollziehen will, die zur Vernichtung seines Landes führen würde. Die Welt Online titelt heute, wo das Recht auf Pressefreiheit nichts mehr zählt. Angeführt wird hierbei eine Studie, in der die ganze Welt nahezu relativ schlecht abschneidet, was die Pressefreiheit anbelangt. Deutschland hingegen wird sozusagen als Speerspitze der Pressefreiheit herausgestellt. Wie ist Ihre Meinung zur Entwicklung der Pressefreiheit in den letzten Jahren? Ja, wir müssen schließlich davon ausgehen, dass unsere Vorstellung von Pressefreiheit eine europäische bzw. amerikanische Vorstellung ist, eine Frucht der europäischen und amerikanischen Aufklärung, und dass diese Phänomene in der übrigen Welt nicht stattgefunden haben. Und dass zum Beispiel ein Riesenimperium wie China mit 1,3 Milliarden Einwohnern
sich, sagen wir, solche Großzügigkeit im jetzigen im Stadium der des Aufbaus überhaupt nicht leisten kann. Auch was Russland betrifft, wir haben ja unter Gorbatschow die Perestroika und gehabt und eine kurze vorübergehende Demokratisierung, das ist in Chaos und Elend geendet für die Masse der Bevölkerung. Und man mag Putin sympathisch finden oder nicht. Er, im Westen geht man von der falschen Annahme aus, dass eine sehr breite Opposition gegen ihn bestehe. Ich glaube, dass er bei der Masse der Bevölkerung außerhalb der intellektuellen Kreise der Hauptstadt und einiger Großstädte noch weiterhin über eine große Popularität verfügt. Es gibt nicht wenige Stimmen, die der Meinung sind, dass die Pressefreiheit auch in Deutschland in den letzten Jahren sehr gelitten hat. Wie ist Ihre Meinung hierzu, nachdem Sie das Geschäft kennen wie kaum ein zweiter und über Jahrzehnte beobachtet haben? Ja, das muss man ja auch nicht übertreiben, Margot. Journalist Paul Sethe, der sehr konservativ war, also der für die Frankfurter Allgemeine und für die Welt geschrieben hat, hat vor, ich weiß nicht, 20 Jahren, glaube ich, hat mal gesagt, die Pressefreiheit des Westens war die Pressefreiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu veröffentlichen. Heute hat sich, was Deutschland betrifft, die Zahl von 200 extrem reduziert. Und wir haben es mit Pressekonzernen zu tun, die natürlich eine eigene Linie vertreten, nicht wahr? Und wer bestimmt diese Richtlinie? Das ist zunächst einmal der eigentliche Besitzer, dann der natürlich den sich einen Chefredakteur aussucht, der seinen Vorstellungen entspricht und der seine Überzeugungen auch teilt. Ich sage da gar nicht, dass es, sagen wir, willfährige Gestalten sind. Aber die sehen dann auch wieder, dass in der Redaktion nicht etwas publiziert ist, was gegen den Strich geht. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Welt aus den Fugen. Nun haben Sie die Welt bereist und die internationale Geopolitik verfolgt wie kaum ein zweiter. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Hat sich die Welt eher zum Positiven oder zum Negativen entwickelt? Wie ist der Langzeittrend? Geht es aufwärts, geht es abwärts? Ja, ich glaube, es ist eine negative Entwicklung. Der Kalte Krieg, der manche Gefahren für uns beinhaltete, aber hat doch gewisse Sicherheiten auch geschaffen. Zwischen Washington und Moskau herrschte damals ein sehr enger Kontakt. Und man versuchte sich natürlich auszutricksen auf Nebenkriegsschauplätzen in Afrika, teilweise auch in Asien. Aber wenn es wirklich ernst wurde, dann setzten sich die beiden großen und verantwortlichen Staaten zusammen und versuchten, das Schlimmste zu verhindern. Ich erinnere nur an zum Beispiel an die Expedition, die Briten und Franzosen damals im Jahre 1956 in Suez unternommen hatten, die sehr töricht war, und Ägypten und den ganzen Nahen Osten an den Rand des Abgrundes hätten bringen können. Und da hat Khrushchev und Eisenhower gemeinsam ihre westlichen Alliierten, also Franzosen und Engländer, geradezu in bedrohender Weise darauf aufmerksam gemacht, dass sie diese Aktion abbrechen müssen. Diese Möglichkeit existiert heute nicht mehr. Und seltsamerweise besteht ja nicht nur, sagen wir, der latente Konflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China. Obama hat ja auch schon erklärt, dass der Schwerpunkt der amerikanischen Außenpolitik und Strategie sich vom Atlantik weg in den Pazifik verlagert habe. Und wir sehen das ja am Beispiel Korea jetzt sehr deutlich. Aber darüber hinaus ist natürlich das Verhältnis Amerikas zu Russland auch unberechenbarer geworden. Seltsamerweise hat Amerika diese Chance nicht aufgegriffen und wir Europäer machen fröhlich mit. Auch, sagen wir, diese geradezu Besessenheit, die in Amerika vorherrscht, die Islamische Republik Iran in die Knie zu zwingen, entspricht keiner Rationalität, denn die iranische Atombombe, ob sie nun existiert oder nicht existiert, ob sie weitergebaut wird oder nicht, wird nicht gefährlicher sein als die pakistanische, die ja in einem Land existiert und zwar dort einsatzfähig, das jeden Tag auseinanderbrechen kann. Stichwort Iran, Herr Scholatour. Im Iran stehen demnächst Wahlen an. Erwarten Sie eine Beruhigung oder erwarten Sie, dass sich die Lage weiter zuspitzt? Also Ahmadinejad wird zweifellos nicht der kommende Präsident sein, das geht auch laut Verfassung gar nicht.
Und das ist ja eben das Bemerkenswerte. Das wird natürlich eine manipulierte Wahl sein, und zwar in dem Sinne, dass nur gewisse Kandidaten sich präsentieren können. Aber es werden sich verschiedene Kandidaten präsentieren können. Und verglichen mit den anderen Ländern, mit denen wir ja aus engstem verbündet sind und denen wir unsere besten Waffen liefern, wie Saudi-Arabien oder die Emirate, und so weiter, ist natürlich Iran ein relativ demokratisches Land, in Anführungszeichen gesetzt natürlich. Zurzeit brodelt es in Syrien und der Region um Mesopotamien. Sie waren kürzlich in der Region. Wie ist Ihre Einschätzung der Lage? Was können Sie uns berichten, Herr Scholl-Latour? Ja, der Syrien-Konflikt hat ja bereits auf den Irak übergegriffen. Der Bürgerkrieg im Irak, ich weiß noch vor gar nicht langer Zeit, hat nie aufgehört. Die Kluft zwischen vor allem Sunniten und Schiiten existiert weiter. Und das verschärft sich jetzt im Zusammenhang mit der Syrien-Krise. Im Grunde ist der Krieg in Syrien, hat schon seine Verlängerung im Irak gefunden, nur dass im Irak die Schiiten die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen. Und in Syrien sind es eben die Sunniten. Und dieser Gegensatz, dieser innerislamische Gegensatz, ist im Grunde sehr viel beunruhigender als die Spannungen, die diese Region mit dem Westen zurzeit weiter austrägt. Seit Jahren spitzt sich die Situation im Iran zu, Herr Scholl-Latour. Meinen Sie, es wird noch zum Showdown kommen? Wird die USA bzw. Israel den Iran noch angreifen oder sehen Sie das eher als unwahrscheinlich? Also wenn die Amerikaner eine Spur von Vernunft haben, werden sie darauf verzichten, den Iran zu bombardieren und oder den Israeli grünes Licht zu geben, um das zu tun. Zunächst einmal wird es gar nicht viel einbringen. Also selbst die amerikanischen Strategen sagen ja, das würde höchstens eine Verzögerung von 2 Jahren in der Produktion der Atombomben bringen. Es könnte sogar sein, dass die Iraner ihre Atominstallation so weit unter die Erde getrieben haben, dass man auch mit den stärksten Bomben, diesen berühmten Bunker-Busters, die wohl weiß ich, den Israeli noch nicht ausgeliefert haben, dass sie damit auch nicht durchschlagen. Ich weiß, das ist, wir haben ja im Afghanistan-Krieg erlebt, dass man in dem Gebirge von Tora Bora versucht hat, Bin Laden mit diesen Geräten auszuschalten. Das ist ihm nicht gelungen. Und vor allem, wenn man schon eine de facto Niederlage, ich sage das nicht, dass sie seinen Schlacht verloren haben, aber das politische Projekt Amerikas, wenn das schon gescheitert ist in dem Irak, und zwar auf blamable Weise und demnächst noch auf blamablere Weise in Afghanistan scheitern wird oder schon bereits gescheitert ist, dann geht man besser an den Iran nicht dran, nämlich das ist ein Land mit 80 Millionen Einwohnern und mit einem sehr schwierigen Terrain. Also da es wäre wirklich von Amerika aus gesehen die größte Torheit, sich dort in einen Krieg hineinzerren zu lassen. Und die Amerikaner sind im Moment auch ziemlich kriegsmüde. Präsident Obama ist in seinen Erklärungen gegenüber Syrien zum Beispiel vorsichtiger als mancher deutscher oder französischer Politiker. Und ich glaube auch, dass die Spitzen von CIA und Pentagon einem solchen Abenteuer in Iran äußerst skeptisch gegenüberstehen. In den letzten Wochen hat sich sehr viel in Südamerika getan, Herr Scholl-Latour. Sowohl gab es den kleinen Putsch gegen Lugo, den Präsidenten von Paraguay, wo vor wenigen Tagen die Neuwahlen stattgefunden haben, als auch die stark polarisierende Person von Hugo Chavez in Venezuela. Auch hier wurde vor kurzem neu gewählt. Welche Auswirkungen wird dies auf Südamerika haben? Sehen Sie hier eine Veränderung der Machtposition der USA? Wird diese Machtposition weiter ausgebaut? Oder sehen Sie eher eine Abschwächung der US-amerikanischen Präsenz und Machteinwirkung auf den Kontinent? Ja, also Paraguay können wir zunächst mal vergessen, das ist ein kleines Land und ein sehr, sehr rückständiges Land, was ja noch sehr stark indianisch übrigens geprägt ist, nicht wo die Landessprache neben dem Spanischen ja auch noch Guarani ist. Was Venezuela betrifft, so ist die Figur von Chavez doch, hat eine ungeheure Popularität genossen. Ich war vor nicht langer Zeit in Caracas und in Venezuela gewesen. Caracas ist wahrscheinlich die gefährlichste Stadt, die im Moment es überhaupt gibt in Bezug auf Kriminalität. Aber die Armenviertel, die
Barrios von Caracas, wo furchtbares Elend herrschte, da hat Chavez nun wirklich sehr viel vollbracht im Hinblick auf Alphabetisierung, auch in Versorgung der Bevölkerung. Er hat dort allerdings auch Milizen geschaffen, die ihm treu sind. Und wenn es, sagen wir, zu einem Putschversuch kommen sollte von Seiten der Opposition, die von den Amerikanern ja sehr stark unterstützt ist, dann wäre sein Nachfolger wahrscheinlich in der Lage, diese Milizen, die sehr kampfbereit sind, auch aufzubieten. Und ich hoffe, dass er nicht da auch noch zu einem Bürgerkrieg kommt. Im Übrigen muss man eines sagen, dass die absolute Vorherrschaft der USA in Lateinamerika nicht nur dem Ende zugeht, sondern das Ende bereits erreicht hat. Die wirkliche Macht, die darüber entscheidet, wie es wahrscheinlich in Paraguay oder in Bolivien und sogar auch in Venezuela weitergeht, das ist Brasilien, das sind nicht mehr die USA. Zurück nach Europa, Herr Schulatour. Wie sehen Sie die Entwicklung in Europa, gerade in Hinsicht auf Wirtschaft, Politik und Presse? Eine Erfolgsgeschichte oder eher ein Debakel? Ja, im Moment sind wir in einer sehr schwierigen Phase. Und ich weiß auch nicht recht, wie das überwinden werden soll. In Deutschland ist alles gelähmt im Hinblick auf die kommenden Wahlen. In Frankreich haben wir es mit einem Präsidenten zu tun, der seiner Aufgabe offenbar überhaupt nicht gewachsen ist. Und wir haben die südlichen Mitgliedstaaten, die ja alle in schweren finanzieller Misere leben. Also das ist ein schwieriges Problem geworden. Nur aus der Eurozone auszusteigen, wäre im Grunde kaum vorstellbar. Es gibt auch keinen vernünftigen Menschen, der das vorschlägt. Und die Alternativen wagen sich da auch nicht so ganz aus dem Busch raus. Die Idee, dass man nun den nordeuropäischen Staaten Gegen-EU bilden könnte, da muss man einen Blick auf den Atlas werfen. Wer wäre denn diese verfügbaren Staaten? Die Engländer würden sich einer solchen nordeuropäischen Koalition mit Sicherheit nicht anschließen, wo Deutschland die absolute Vormacht sein wird. So herzlich sind die Beziehungen zwischen London und Berlin auch nicht. Und andererseits, was käme noch dazu? Es käme noch Holland dazu, es käme vielleicht Finnland dazu und Dänemark. Norwegen ist schon außerhalb der Europäischen Union. Also das wäre eine etwas klägliche Koalition da oben. Und sie haben ja auch ein Wirtschaftsmodell, das eher dem amerikanischen entspricht. Und das ist ja doch einer der Hauptfaktoren an der wirtschaftlichen und finanziellen Misere vor allem gewesen, in der wir heute stecken. Wie wird es geopolitisch weitergehen, Herr Schulatour? Was sehen Sie als Herausforderungen der Zukunft? Wie wird die Welt sich entwickeln? Was werden die Konflikte der Zukunft sein? Beziehungsweise was wird der Konflikt der Zukunft sein? Sehen Sie da die USA und China im Fokus oder sehen Sie die Herausforderungen eher woanders? Ja, mein Gott, es wird steuert alles auf eine gewaltige Kraftprobe. Das wird nicht zum Krieg kommen, das nehme ich nicht an. Kraftprobe zwischen USA und China hinlaufen. Wobei selbst die amerikanischen Zeitungen, die ja sehr viel objektiver oft berichten als die deutsche Presse, in China in 20 bis 30 Jahren, die den stärkeren Faktor sehen werden, nicht nur von der Bevölkerung her, sondern dann werden die Chinesen, die ja für die Rüstung sehr viel weniger ausgingen als die Amerikaner, aber werden doch genügend aufgeholt haben, um im Westpazifik sich gegen die Amerikaner durchzusetzen. Und vor allem die Chinesen und die Russen sind klug genug gewesen, sich nicht in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickeln zu lassen. Russland und China, die ja enorme Probleme miteinander haben und die ja zurzeit Mao Zedongs mal am Rande des Atomkrieges gestanden hatten. Aber die arbeiten im Moment aus Ängsten zusammen, um eben, sagen wir, eine amerikanische Prädominanz zu verhindern. Ich glaube, dass wie die Koreakrise sich auswirken wird. Manche sagen, das zeigt, dass Amerika jetzt stark ist und seine Verbündeten um sich sammelt. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, dass sich dort eben zeigt, dass die Supermacht Amerika, das ist weiterhin eine Supermacht und für uns auch eine unentbehrliche Supermacht, dass die gegenüber dem winzigen nordkoreanischen Staat, der mehr als bizarr ist, sich nicht durchsetzen kann. Was früher der Kalte Krieg war, ist heute der internationale Terrorismus. Es werden Unmengen an Gesetze erlassen, die den
Bürger durchsichtiger machen. Und es wird dabei immer argumentiert, dass dies wäre zwar bedauerlich, aber leider unerlässlich in Anbetracht des internationalen Terrorismus. Wie sehen Sie dieses Problem? Ist es so groß oder ist es eigentlich eher vernachlässigbar? Ja, also wir sollten die Wirkung des Terrorismus nicht überschätzen. Es ist ja nach dem furchtbaren Anschlag von 9/11, also gegen das World Trade Center, hat man ja gedacht, jetzt würde eine ganze Serie solcher Monsterattentate in den USA stattfinden. Es hat kein einziges stattgefunden. Und was im Moment jetzt hochkommt, ist eher ein individueller Terrorismus, weil damit kann man leben, daran gehen wir nicht zugrunde. Es kann auch sein, dass sich in Deutschland ausbreitet und gerade die deutschen Islamisten, die ja durch unsere saudischen Freunde ausgebildet werden, die sind im Grunde die gefährlichsten. Aber ich sehe da keine, zum Beispiel bei der Masse der Türken, die bei uns leben, sehe ich keine Ansätze zu wirklichem Terrorismus. Und wie gesagt, damit kann man leben. Es würde erst lebensgefährlich, wenn eine völlig unverantwortliche Gruppe aus religiösen, kriminellen oder auch ideologischen Gründen in dem Besitz, es braucht gar keine Atombombe zu sein, sondern von nuklearem Material geraten und damit irgendwie Wasserwerke verseuchen oder U-Bahn-Schächte oder so etwas. Das würde natürlich dann eine Situation herausbringen in Riesenstädten wie New York, die uns vor ernste Probleme stellen wird. Aber so weit sind wir Gott sei Dank nicht. Die nukleare Gefahr geht ja nicht von den Staaten aus, sondern von diesen unkontrollierbaren Untergruppen, die wir leider in Syrien im Moment auch noch unterstützen. Da das Thema ja sehr aktuell und brisant ist, Herr Scholl-Latour, möchte ich noch mal kurz zurück nach Syrien. Ich möchte mich jetzt mal ganz naiv stellen, Herr Scholl-Latour. Was ist in Syrien los? Können Sie uns das in einfachen Worten erklären? Was im Grunde in Syrien stattfindet, ist ein Stellvertreterkrieg. Ein Stellvertreterkrieg zwischen dem schiitischen Iran und dem extrem sunnitischen, also extrem strengen sunnitischen und auch repressiven Saudi-Arabien. Und im Grunde geht es in Syrien, und das ist eben eine der Fehlbeurteilungen, denen die westliche Presse, vor allem die deutschen Medien, aufgesessen sind. Es geht nicht darum, die Freiheit der Menschen in Syrien wiederherzustellen. Die wäre auch unter einem salafistischen Regime nicht garantiert, sondern es ist das große strategische Projekt der USA und wohl auch Israels, zu verhindern, dass eine schiitische Brücke unter iranischer Dominanz zwischen Afghanistan und dem Mittelmeer aufkommt. Und das beunruhigt natürlich auch die Türkei und erklärt, warum die Türkei plötzlich gegen Assad, wie das bei den Engen zusammengearbeitet hat, gewendet hat und nunmehr die Aufständischen massiv unterstützt. Herr Scholl-Latour, die Menschen in Deutschland wünschen sich Frieden. Trotzdem ist und war die Bundesrepublik an zahlreichen Kriegseinsätzen beteiligt, unter anderem in Afghanistan. Aktuell sind Patriot-Raketen in der Türkei stationiert. Und zu guter Letzt liefern wir an Saudi-Arabien sogar Panzer. Wie geht das zusammen? Ja, unsere ganzen Predigten über die Menschenrechte und Demokratie sind natürlich durch das Makel der Heuchelei gezeichnet. Wir unterstützen Staaten, die für uns nützlich erscheinen, sind es auf die Dauer gar nicht. Die Hassprediger, die bei uns auftreten, die sind nicht unbedingt von der saudischen Dynastie, von der saudischen Regierung motiviert oder bezahlt oder ausgeschickt. Aber in Saudi-Arabien herrscht eben diese extrem islamische, extrem repressive Richtung des Wahhabismus, was man auch Salafismus heute nennt, die auch gegenüber Christen und Juden extrem intolerant ist. Sie dürfen keinen christlichen Gottesdienst in Saudi-Arabien abhalten oder also ein Kreuz oder eine Bibel sogar mitnehmen. Also dort Buchstaben des Gesetzes. Dort wird die Scharia in der äußersten Form ausgeübt und nach dem Freitagsgebet, natürlich nicht vor der westlichen Öffentlichkeit, Hinrichtung bzw. Amputationen vorgenommen. Aber das sind die Leute, an die wir jetzt unsere besten Waffen liefern. Das ist natürlich ein gutes Geschäft. Ich will da auch gar nicht predigen. Wenn wir es nicht liefern, würden es andere liefern. Nur sollten wir uns dann das nicht im Zeichen einer internationalen Moral
tun, die in diesem Falle nicht existiert, und dann andere Staatschef nach vor den Justizhof von Den Haag zerren, die relativ harmlos sind. Nun ist ja in den arabischen und islamischen Ländern in den letzten Jahren einiges los. Was ist Ihr persönliches Szenario? Wie könnte es weitergehen, beziehungsweise vor was müssen wir uns am meisten in Acht nehmen in dieser Situation? Insofern sehe ich da natürlich für uns ein gewaltiges Problem. Das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft. Was jetzt in Syrien passiert, und wenn Mali kippen würde, was ja immer noch möglich ist, dann droht sich, sagen wir, diese extrem islamistische Welle auch auf den Senegal auszudehnen, auf Niger, Tschad und eventuell auch Algerien. Und dann wäre wirklich also die Gefahr vor unserer Haustür. Algerien ist im Grunde im Moment das letzte Bollwerk, und man wundert sich, dass die Algerier zum Beispiel im Mali-Konflikt noch nicht auch gemeinsam mit den Franzosen agieren. Vielleicht tun sie es ja ganz geheim, aber die Algerier sind natürlich durch diese Ereignisse, die sich ja die Al-Qaida des islamischen Maghreb nennen, sind natürlich unmittelbar bedroht, auf lange Sicht übrigens auch Marokko. Was waren für Sie die Stationen in Ihrem Leben, die Sie am meisten geprägt haben, Herr Schalatour? Ja, mein Gott, ich habe verschiedene Phasen in meinem langen Leben gehabt. Mein Gott, die südostasiatische war erst der französische, dann der amerikanische. Vietnam oder Indochina-Krieg haben mich natürlich am meisten kaptiviert und auch meine stärksten Erinnerungen. Ich habe das auch noch die Beobachtung weitergeführt. Und dann kam einfach mein Studium am Libanon und mein Aufenthalt im Orient dazu und auch meine enge Verbindung zu der Islamischen Revolution im Iran, die ich ja von Anfang an verfolgt habe. Ich bin wohl derjenige gewesen, der jetzt Khomeini eine relativ, ich will nicht sagen vertrauensvoll, das ist ja viel zu viel gesagt, aber doch eine normale Beziehung gehabt hat und bei ihm Zugang hatte. Sie sprachen gerade Ihre gute Beziehung zu Ayatollah Khomeini an. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an die Geschichte, dass Sie ja mal, wie ich gelesen habe, für einige Stunden Hüter der iranischen Verfassung waren. Das war ein großes Erlebnis und eine große Überraschung, auch als ich dann erfuhr, was ich wirklich in Händen hatte. Aber mein interessantes Gespräch habe ich unmittelbar nach der Besetzung der amerikanischen Botschaft in Teheran geführt, die übrigens nicht von Khomeini angeordnet war, sondern die er nicht verhindern konnte. Die jungen Studenten, die damals die Botschaft besetzt haben, befinden sich heute unter den Reformern, die vor ein paar Jahren Teheran in gewaltige Unruhe versetzt haben. Also die Fronten haben sich da ziemlich verschoben. Aber was mir Khomeini da gesagt hat, auch seine Einstellung zu der Palästina-Frage und so weiter, das war kein blinder Extremismus. Und im Grunde hat man die Chance verpasst, mit dem islamischen Iran zu einem Übereinkommen zu kommen. Damit wären wir dann auch am Ende unseres Gespräches angelangt. Herr Schalatour, ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit. Es war mir eine große Freude und ich könnte mich noch Stunden und Tage weiter mit Ihnen unterhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns in der Sendung waren und hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Herr Schalatour, ich wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie es gut. Ich danke Ihnen, ja. Auf Wiederhören.